Gute, ihr Hübschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Steffi hat ihren B196 jetzt in der Tasche und ich dachte mir, ich mache mit ihr einfach mal ein Interview, damit sie mal ihre Erfahrungen so schildern kann, was sie so erlebt hat dabei. Und wenn euch das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran, bis gleich. Ja, und da sind wir auch zurück. Hallo Steffi. Hallöchen. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Interview zu machen bezüglich deines B196 Führerscheins. Und dann wollen wir auch gar nicht so lange schnacken und dann fangen wir direkt mit der ersten Frage an. So, erste Frage. Was hat der B196 insgesamt gekostet? Also, der B196 hat für mich, beziehungsweise der Kurs, die Anmeldung bei der Fahrschule 750 glatt gekostet. Dazu kommt aber natürlich, dass Grundvoraussetzung ist, eine komplette Kombi zu besitzen, beziehungsweise ja, zu besitzen. Da ich von meinen Rollerfahrten noch meinen Helm hatte, ist der schon mal weggefallen, musste mir also Stiefel, Handschuhe, Jacke und Hose besorgen. Hab jetzt natürlich nicht das krasse High-End-Produkt, aber auch nicht das billigste genommen. Bei mir lag es roundabout bei 450 Euro. Also dann insgesamt bei? Um die 1200. So, zweite Frage. Wie lange hat der B196 für dich gedauert? Für mich persönlich waren es knappe 6 Wochen. Lag aber daran, also ich denke, im Prinzip würde es auch schneller gehen, lag aber daran, dass meine Fahrschule relativ voll war und natürlich mein Fahrlehrer alle mit den Fahrstunden unterbringen musste und ich natürlich auch noch dazwischen drin rein musste. Deswegen lag es bei knappen 6 Wochen. Dritte Frage. Wie lief die Theorie ab? Ich muss dazu sagen, ich hatte ziemlich viel Glück, da die Theoriestunden für mich an einem Samstagvormittag komplett alle auf einen Haufen geschmissen wurden. Ich durfte zwar lange sitzen und mir vieles anhören, aber somit hatte ich die kompletten Stunden hinter mir und konnte dann mit meiner Praxis anfangen. Vierte Frage. Mit welchem Moped bist du gefahren? Hattest du eine Wahl? Dazu muss ich sagen, das war die erste Frage meines Fahrschullehrers, ob ich denn interessiert an der Schaltung wäre und ich natürlich gesagt habe, na klar, und er so eine Fresse gezogen hat, weil ich natürlich auch im gleichen Zuge gesagt habe, dass ich 0,000 Erfahrung mit Schaltung habe. Also eine Wahl hätte ich gehabt, ich hätte Roller fahren können oder natürlich, wie jetzt in meinem Falle, die KTM Duke. Muss dazu sagen, dass dieses Motorrad für mich als Anfänger oder als Neuling ein super Motorrad war, leicht zu handeln, super zu schalten und sie ist sehr genügsam. Kommen wir zur fünften Frage. Wie hast du die Fahrstunden empfunden und war es schwer für dich? Fangen wir mal von vorne an. Für mich war vor der ersten Fahrstunde die Hölle im Endeffekt, bin ich ehrlich. Also ich war ziemlich aufgeregt, hatte auch so ein bisschen Bauchweh, sagen wir mal, einfach weil ich mir selber persönlich ein Ziel gesetzt habe oder mir das Ziel gesetzt habe, das wirklich so gut und so schnell wie möglich hinzukriegen. Was nicht immer zum Vorteil ist, wenn man sich selber unter Druck setzt. Für mich, wie gesagt, die erste Fahrstunde war für mich sehr interessant. Mein Fahrlehrer fing erst damit an, dass ich das Moped kennenlerne. Das heißt also, erstmal ein bisschen Gewicht einschätzen können vom Moped, wie ich was legen kann, wie ich es abstellen kann. Ja, und dann fing das an mit Anfahren. War auch, muss ich ehrlich sagen, eigentlich sehr positiv. Hat eigentlich von Anfang an gut geklappt. Und ich schwöre, ich bin vorher noch nie eine Schaltung gefahren. Und es hat alles wunderbar geklappt. Das Anfahren hat relativ schnell hingehauen. Und dann fing es natürlich an mit kurze Strecken bis 30 km/h beschleunigen, abbremsen. In den weiteren Stunden war bei mir dann auch natürlich die Grundfahrübung ein Tagespunkt.
auch das habe ich meines Empfindens nach sehr gut hinbekommen. Das hat sie definitiv, muss ich dazu sagen. Ich habe das auch gesehen, weil ich war da dabei. Also da muss man echt mal den Hut ziehen. Natürlich gab es auch eine kurze erste Überlandfahrt. Auch die hat sehr gut geklappt, obwohl, nein, stimmt nicht. Ich habe bestimmt dreimal an einem Stoppschild abgewürgt. Das war mir schon sehr unangenehm. Aber nie aufgeben, immer weitermachen, egal was kommt, immer weitermachen und positiv denken. Frage 6. In welchen Intervallen hattest du deine Fahrstunden? Meine Fahrstunden sind so abgelaufen, dass ich die ersten beiden Doppelstunden hatte und die letzten beiden jeweils 3 Fahrschulstunden. Ja, die 7. Frage wäre jetzt gewesen, ob du schon mal ein Schaltmoped gefahren bist. Du hast es ja eben gerade schon beantwortet, dass du es noch nicht gemacht hast. Mich würde mal interessieren, wie die Umgewöhnung war, von einem Roller auf ein Schaltmoped jetzt umzusteigen. Also das Schwierigste daran ist wirklich diese Hand-Fuß-Kombination. Ich meine, ich fahre schon seit ein paar Jahren Auto und das hat man irgendwann drin. Und es ist schon normal. Man weiß, wie man wann schalten muss und was man machen muss. Beim Motorrad ist es schon echt für mich ein bisschen tricky gewesen. Allein die Handkupplung und dann rechts unten die Fußbremse und ja, also es ist schon sehr anspruchsvoll für mich persönlich jetzt, ich als Einsteiger. 8. Frage. Was hat dir beim B196 am besten gefallen? Ganz klar für mich, keine Prüfung. Das ist so für mich das größere Übel, wenn es darum geht, irgendeinen Führerschein zu machen oder eine Prüfung zu schreiben. Diese Prüfungssituation, das setzt mich so dermaßen unter Druck und das habe ich beim B196 natürlich nicht. Und das war für mich dann zu 1000% klar, dass wenn es kommt, dass es definitiv gemacht wird. Was fandest du für dich am schwierigsten? Ganz klar, wie ich auch schon gesagt habe, die Hand-Fuß-Kombination, das in eine Waage zu bringen und natürlich auch für mich persönlich das Anfahren. das Spielen mit der Kupplung und mit dem Gas finde ich sehr anspruchsvoll. 10. Frage. Hast du nun deinen Schein und kannst du direkt losfahren? Nein. Ich habe zwar meine Bescheinigung bekommen von der Fahrschule, das ist aber dafür da, um auf die Führerscheinstelle zu gehen und es eintragen zu lassen im Führerschein. Da ich natürlich hibbelig bin und natürlich so schnell wie möglich auf mein Moped steigen möchte, werde ich mir natürlich dann, wenn es soweit ist und wir auf der Führerscheinstelle sind, mir mein Vorläufen geben lassen, dass ich einfach keine Wochen, Monate drauf warten muss, bis dann endlich mein Original nach Hause kommt. Kommen wir zu Frage Nummer 11. Was kostet die Eintragung und was kostet der vorläufige Führerschein? Ganz ehrlich, genau weiß ich das nicht. Ich habe mich zwar belesen und habe, glaube ich, rausgelesen, dass die Eintragung zwischen 30 und 40 Euro kostet und der vorläufige Führerschein liegt ungefähr bei 30 Euro. Passenderweise dann die Frage Nummer 12 dazu. Was braucht man für die Eintragung? Einmal natürlich den bestehenden Führerschein, dann na klar unseren Ausweis und Lichtbild wäre auch nicht schlecht. Und ganz wichtig, sollte man nicht vergessen, klar, die Bescheinigung, die du jetzt natürlich in der Hand hast. Jo, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Hast du schon ein Moped und bist du es schon mal gefahren? Ja, ich habe schon ein Moped. Das hat mich auch sehr gefreut, dass das so schnell zustande gekommen ist. Ich besitze eine Honda CBR 125 und gefahren bin ich sie noch nicht. Zwar auf dem Hof habe ich sie mal anrollen lassen, aber gefahren noch nicht. Das wird jetzt demnächst kommen. So, Steffi, hast du noch abschließende Worte für diejenigen, die sich für den B196 interessieren? Meine abschließenden Worte sind, ich finde es super, dass man die Möglichkeit hat, das so zu tun.
Wäre es nicht so gekommen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht zu einem Motorradführerschein gelangt, beziehungsweise zum Motorradfahren. Ich finde es eine super Möglichkeit für Leute, die wirklich ein Interesse haben daran. Und ich merke selber, ich bin gerne Roller gefahren und habe natürlich dadurch gemerkt, dass ein Motorradführerschein vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Und bin glücklich darüber, dass ich es gemacht habe, und ich freue mich auf die weiterführenden Stunden und Wochen und Tage, die ich auf meinem Motorrad verbringen darf. Ja, Steffi, dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast, ein Interview mit mir zu machen und deine Erfahrungen zu schildern. Ja, ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt schön gesund. Folgt mir auf Instagram, Facebook, dann verpasst ihr auch nie was. Ein Abo wäre richtig nice. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, ihr Hübschen. Crew ist raus. Gut!